Hallo. Oh, Leute, ich habe einen sehr, sehr stressigen Tag hinter mir. Ich musste bis sonst wohin fahren. Das ist nicht das erste Mal gewesen, aber ich war am Anfang irgendwo, musste dann auf die andere Seite, dann wieder dahin und dann wieder zu uns. Das ist, oh, boah. Ich hatte heute auch erst 13:30 Feierabend. Das ist normalerweise auch meine tatsächliche Feierabendzeit. Aber wenn ich mit meinen Sachen fertig bin, dann kann ich nach Hause fahren, hab Feierabend und die Stunden werden trotzdem bezahlt. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe ein fest Gehalt und wenn ich was schaffe, früher schaffe, dann habe ich früher Feierabend. Wenn ich mal eine Stunde länger brauche, ist das aber auch überhaupt kein Problem, weil man hat immer früher Feierabend, als dass man mal eine Stunde mehr machen muss oder so. Versteht ihr? Das ist ja dann auch überhaupt nicht schlimm. Aber heute, wie gesagt, 13:30, das hat mir gar nicht gepasst, weil morgen feiern wir Geburtstag. Ich hatte ja gestern Geburtstag, ich bin 30 geworden. Jetzt bin ich 30. Und morgen, also Samstag, feiern wir. Heute war ich einkaufen, heute muss ich das Essen machen. Und wir haben schon nach 3. Ich habe tierischen Hunger, ich habe tierischen Durst. Ich habe dieses Schoko-Croissant-Brötchen da gegessen, was ich euch gezeigt habe, was nicht so. Das hat irgendwie heute voll nach Alkohol geschmeckt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind meine Geschmacksnerven total. Naja, gestern haben wir vom Griechen bestellt. Wir haben einen neuen Griechen hier bei uns. Aber, also ich bin kein Salzmensch, ne? Ich muss nie nachsalzen. Aber der Reis, der hat nach 0,0 geschmeckt, also überhaupt nicht. Da war kein Salz dran, das war kein Djuvec. Also ich kenne Djuvec anders und es gibt auch einen Griechen, der macht Djuvec genauso wie wir. Und also das war nur Reis mit Tomaten, also in Tomatensauce oder keine Ahnung, was das war. Es war auf jeden Fall kein Djuvec. Und das Gyros, das hat auch nach gar nichts geschmeckt. Also total. Die Pommes waren super. Die waren knusprig. Und das Bifteki, also ich hatte so einen Teller, da war Gyros und Bifteki, so ein kleines Bifteki-Ding da drauf. Das Bifteki hat gut geschmeckt, aber Gyros und Reis hat nach gar nichts geschmeckt. Also, naja, so. Meine Kinder haben Currywurst und Schnitzel gegessen beim Griechen. Ich liebe Griechen übrigens. So, ist ja auch egal. Was wollte ich sagen? Ich fahre einkaufen für meinen Geburtstag morgen. Erstmal habe ich mich heute Morgen hingesetzt und habe eine Liste geschrieben, was es überhaupt gibt. Und ich kann euch das auch sagen. Ich habe das. Oder ich. Moment. Ich habe mir das aufgeschrieben, denn ich wusste bis heute Morgen nicht, was ich als Buffet anbiete. Wenn ihr was im Hintergrund hört, ich habe gerade meinen Kleinen abgeholt, der hat so ein Roboter-Ding an, keine Ahnung. Also, es gibt Mini-Frikadellen. Da weiß ich immer nicht, wie viel Hack brauche ich, wie viel brauche ich, ne? Tzatziki, aber das macht mein Papa sehr, sehr gut. Deswegen darf er das machen. Dann mache ich Fladenbrot. Sehr einfach. Aber ich muss erstmal Mehl. Ach du Schande, wie viel Mehl brauchst du denn? Denn es gibt noch Wackelpudding. Okay, wir haben vier kleine Kinder da. Was heißt klein? Also der Älteste ist, glaube ich, 9 oder 10 ist er geworden. Ich glaube, 9 ist er. Der ist, glaube ich, ein Jahr älter als dieser. Ja, so. Sind vier Kinder, glaube ich. Vier Kinder sind das. Dann muss ich einen veganen Aufstrich haben, weil mein Bruder und seine Freundin, die sind Veganer. Seit einem halben Jahr, etwas über einem halben Jahr, ist er Veganer. Ich habe nichts gegen Veganer, um Gottes Willen. Jeder kann essen, was er möchte. Das sage ich immer wieder. Du kannst alles essen, was du möchtest. Aber es ist so unglaublich schwer, irgendwas Veganes da hinzuzaubern. Ich kann ja nicht nur Paprika, Gurke. Es ist doch immer wieder faszinierend, dass man einen Anruf mitten im Video bekommt. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Mein Bruder ist Veganer. So. Mein Bruder ist Veganer. Nichts Schlimmes, aber was macht man? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gefragt. Aber bei Lidl gibt es kein veganes Hack, da gibt es keinen veganen Käse, doch gibt es. Aber nicht den, den ich brauche. Es ist echt schlimm.
okay, veganen Aufstrich habe ich gekauft, dann will ich Muffins machen, dann Mini-Würstchen, diese Mini-Winnie hießen die früher. Die gibt es aber auch nicht bei Lidl, da muss ich noch woanders hin. Aber ich habe auch noch gar keine Getränke gekauft, deswegen ist das nicht so schlimm. Dann gibt es Weintrauben mit Käse, also dieses Spießchen, einen gemischten Salat, Palatschinke am Spieß. Ich habe gedacht, oh, ich bin mal ganz kreativ. Ich schneide die Palatschinke in so kleine Röllchen und dann spieße ich die auf und dann kann man so essen. Ist gut oder nicht? Also ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Dann gibt es Käselollis. Die habe ich vor 8 Jahren, 9 Jahren oder so mal gemacht. Dann macht ihr einfach nur, reibt ihr Käse oder nimmt geriebenen Käse, wie auch immer, und dann steckt und dann legt ihr oben drauf so einen Schaschlikspieß. Genau, und dann macht ihr da noch ein bisschen Käse drauf in den Ofen, dann holt ihr das raus und dann habt ihr so einen Käselolli. Wer liebt nicht Käse? Ich kenne keinen. Auch beim Käsebrötchen. Ich liebe das, wenn da so viel Käse dran ist, was du da abmachen kannst. Und versteht ihr, was ich meine? Ja. Dann gibt es Amerikaner, dann veganer Käse mit Weintrauben. Habe aber keinen veganen Käse gefunden in der Form, den ich haben möchte. Dann mache ich Früchtespieß. Ich weiß nicht, ob das alles so... Also ich finde das eigentlich ganz gut. So mit Weintraube, Ananas und Äpfel. Ich habe jetzt eine Ananas geholt, die ist grün. Ich weiß nicht, ob das schon schmeckt oder nicht. Blätterteigschnecken, die mache ich immer, weil alle lieben die. Das ist einfach nur Blätterteig mit Pfeffer, Salz, Paprika. Nee, Salz nicht, aber Pfeffer und Paprika. Und dann macht ihr da Würfel, Schinkenwürfel rauf. Kommt da auch noch Käse drauf? Nee, nur Würfel, Schinken. Könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Oder ihr macht nur Käse. Oder ihr macht mit Zimt und Zucker. Dann habt ihr Zimtschnecken. Also kann man ja machen, wie man möchte. Und ich möchte Laugenbrötchen noch haben. Oder Brezel, wie auch immer. Hat Lidl gar nicht mehr. Also, ich war auch bei Teddy, um hier Becher und so zu kaufen. Seht ihr das? Seht ihr diesen Preis? 5 Euro. Ich habe mal da untergeguckt, was die vorher gekostet haben. Dann steht da 1,50 Euro. Ich habe gedacht, die spinnen. Vorher 1,50 und jetzt 5 Euro, weil die keine Becher mehr bekommen. Also keine Plastikbecher mehr. Gibt es gar nicht mehr. Die haben sowieso gar nichts mehr da gehabt. Also ich war auch noch beim Teddy. Warum habe ich die Becher eigentlich mit rausgenommen? Ich habe auch noch Pappteller geholt. Da gab es aber auch nur diese 20er. Sonst gab es immer 100er Pack. Es gab auch 100er Trinkbecher. Dann habe ich noch Gabeln gekauft. 50 Stück, glaube ich. Für 3 Euro. Was noch? Für die Kinder habe ich Becher extra gekauft. Servietten habe ich gekauft und eine Girlande. Ich habe 18,50 Euro auf 55 da gelassen. Für Müll, was man wieder wegschmeißt. Die Becher kosten eigentlich 1 Euro. Die Dinger, die Pappteller haben, glaube ich, immer 3 Euro oder so gekostet. Gabeln, okay. Servietten, okay. Bekommen sie nicht mehr wegen Plastik. Hauptsache alles aus Pappe. Aber Pappe ist auch nicht besser, weil woraus macht man das? Aus Holz. Und Holz haben wir nicht. Also, nee, jetzt kriege ich wieder einen Anruf. Jetzt habe ich keine Lust dran zu gehen. So. Nö. Filmt er weiter? Ja, er filmt weiter. So, bei Lidl habe ich einmal griechischen Joghurt mitgenommen, weil es gibt ja Frikadellen und Tzatziki. Aber ich habe gedacht, ich mag auch gerne nur so Joghurt, wisst ihr? Eier, eine Riesenpackung für 3 Euro, weil ich musste... Moment. So, musste ich doch rangehen. Oh, was für ein chaotisches Video. Wie viele Minuten habe ich? Ich habe noch eine Stunde. Ich kann noch eine Stunde mit euch reden. So, ein Energy habe ich mir gerade bei Penny gekauft. Irgendwie ist alles durcheinander hier. Ich habe auch noch bei Penny... Nee, warte, was habe ich hier noch gekauft? Also Zitronen. Ich habe Zitronen gekauft. Die waren für 1 Euro im Angebot.
Bio-Zitronen. Da gab es auch die gespritzten, obwohl die sind, glaube ich, auch gespritzt, aber ihr wisst, was ich meine. Zitronen für 99 Cent, aber die waren so, so mini und davon hat man, glaube ich, mehr. So, dann habe ich noch Pizza genommen, was wir nachher schnell essen. Hier, die ist im Angebot. Einmal Käse, denn Speziale für Käse für die Kinder, Speziale, obwohl wir essen alle zusammen. Und das ist meine, die mag, glaube ich, keiner. Keiner mag Ananas-Käse, Käse-Pizza. Ananas-Käse-Pizza. Ihr wisst, was ich meine. So, ist das hier durcheinander. Dann gab es gratis zwei Joghurts. Einmal diesen hier und einmal diesen hier habe ich mitgenommen. Oh, mein Sohn kommt gerade mit den ganzen Tabletts mit. So. Ich hoffe, jetzt werden wir nicht mehr gestört. Boah, ich mag das ja gar nicht, ne? So, dann habe ich Milch mitgenommen, weil für Palatschinke, Muffins und ich weiß nicht, Amerikaner brauche ich auch. Aber ich glaube, Amerikaner mache ich mit Sahne eigentlich immer. So, dann habe ich drei Paprika mitgenommen, weil drei sehe ich gerade, habe ich noch da für den gemischten Salat. Danke, mein Schatz. Nehme ich gerade von der ganzen Familie die ganzen Kuchenbleche und alles weg. Geholt. Dann habe ich hier Brezeln, die sind aber alle zerbrochen. Aber ist egal. Dann habe ich Kaubonbons mitgenommen und so eine Riesenpackung von denen hier. Eine Ananas. Und wie gesagt, die ist noch grün. Aber vielleicht wird sie ja bis morgen noch ein bisschen gelb. So, dann gibt es noch Knoblauch natürlich für Frikadellen. Dann habe ich hier so ein Paprika-Kräuter-Dressing mitgenommen. Jetzt kommt Mehl. Ich weiß gar nicht, wie viel Mehl ich mitgenommen habe. Ich glaube, 6 Pakete oder so an Mehl. Denn ich brauche das ja alles. Ich packe das schon mal hier hin. Dann hier einmal diesen veganen Ausstrich, also Hummus habe ich jetzt mitgenommen. Ich habe einfach nichts anderes gefunden jetzt an veganem Zeug da. Und dann Hackfleisch und bei Lidl gibt es gerade XXL-Woche. Und da habe ich natürlich XXL. Eigentlich wollte ich bei Famila oder Edeka an der frischen Theke. Aber ich habe jetzt das mitgenommen, weil ich muss das jetzt machen. Morgen habe ich nämlich keine Lust irgendwie zu kochen, zu backen oder sonst irgendwas. Deswegen muss ich das gleich fertig machen. Ich hoffe, 3 Kilo reichen. Zucker. Dann gab es noch Grieß. Gab es gratis. Vielleicht mache ich auch noch Grießbrei oder so. Geburtstag. Hier ist das vierte Paket. Dann einmal Zwiebeln, weil ich nicht wusste, ob ich noch Zwiebeln habe oder nicht. Aber ich brauche bestimmt ganz viele Zwiebeln. Und in dieser Tüte sind noch einmal Äpfel drin. Für die Spießchen und für die Kinder natürlich zum Essen. Ich glaube, hier war nichts mehr drin. So, dann habe ich noch eine Tüte. Das ist so schwer. So, da sind 2 Gurken drin. Ich hoffe, die reichen. Ich denke mal, ja. Wenn nicht, dann morgen habt ihr noch alles auf. Denn 5 Tomaten habe ich mitgenommen, weil ich habe noch welche da. Und bevor die schimmelig werden, benutze ich die erstmal. Dann Öl habe ich einmal mitgenommen. Weintrauben. Da steht fruchtig und süß. Die sind lecker. Ich wollte erst noch eine Packung mitnehmen. Vielleicht hole ich morgen noch eine. Die sind lecker. Ein Eisbergsalat. Und dann gab es Toastbrot. Ich habe 3 Pakete mitgenommen. Das war nur noch 39 Cent. Ich weiß nicht warum. Achso, was heute abläuft. Aber guck mal, wie weich das noch ist. Verstehe ich nicht. Da habe ich 3 Pakete mitgenommen. Da ist das zweite und irgendwo ist das dritte. Dann habe ich Pflaumenmus mitgenommen. Habe ich so Lust drauf.
Wie gesagt, ich habe noch nichts gegessen, deswegen habe ich extrem Hunger. Karotten sind im Angebot für 69 Cent. Da werde ich meinem Bruder dann auch irgendwie so ein, keine Ahnung, einfach nur Karotten und Gurke oder so. Obwohl, er kann ja auch Salat essen, da ist ja nichts Tierisches drin. Also er kann alles essen, aber er möchte es nicht. So, sagen wir so. Ach, das ist auch vegan. Hier, Blätter. Blätterteig ist auch vegan, aber Blätterteig wird doch mit Butter gemacht. Ja. Kann ich angehen, kann ich angehen. Diese Klassengruppe. Das wird mit Palmfett gemacht. Normal wird Blätterteig mit Butter gemacht. Naja, ich habe 6 Pakete mitgenommen. Dann kann mein Bruder das nämlich auch essen. Zwar jetzt nicht mit Käse oder Schinken, aber mit Zimt und Zucker. Hier ist das 3. Paket Brot. Dann hatten die kein Schinken mehr. Da musste ich diesen leichten nehmen. Hoffentlich fällt es keinem auf. Petersilie für die Frikadellen. Dann habe ich noch einmal Erdbeermarmelade und Nutella mit, also das günstige Nutella mitgenommen für die Palauzinko. Und hier habe ich noch 3. Noch 3. Habe ich 7 Pakete. Der Fokus nervt mich gerade. 7 Pakete Mehl habe ich mitgenommen. Ich hoffe, das reicht. Ich mache, glaube ich, 3 Fladenbrote oder so, weil ich ja auch noch Laugenzeug holen möchte. Man braucht ja auch die Schüsseln erstmal, ne? Ist ja auch so. Aber ich glaube, 3 Kilo reichen. Einmal Salz und 2 Sanella habe ich mitgenommen. Das ist auch gerade im Angebot für 99 Cent. Deckt euch schon mal ein. Bald haben wir den ersten Advent. Und dann schmücken wir den Tannenbaum und backen Kekse. So, Schluss mit meinem Gesang. Ist das witzig? Mein Sohn lacht. 3 Schafskäse habe ich mitgenommen. Ist auch gerade im Angebot für 99 Cent. Dann gibt es noch Pfeffer, Vanillinzucker. Ich habe immer Vanillezucker, aber es ist ja gar nicht Vanillezucker, es ist Vanillin. Mein Gott, Vanillin. Das ist mein Name. Und Kaschkawal, genau. Nochmal für die ganzen Käse-Lolli-Geschichten und sowas. Wisst ihr Bescheid, habe ich euch ja erzählt am Anfang. So, das war mein Einkauf. Da fehlt jetzt aber noch der vegane Käse. Ich weiß noch nicht, ob ich heute die Getränke hole oder nicht, weil ich muss erstmal die ganzen Sachen fertig machen. Ansonsten diese Käse-Dinger, das kann ich ja sowieso erst machen, also Käse mit Weintrauben. Deswegen vielleicht hole ich das morgen, weil morgen hole ich auch die Getränke. Oder heute. Ich habe keine Lust mehr, heute irgendwo hinzufahren, wisst ihr? Ich glaube, ich hole das morgen, den Käse auch. Die Getränke muss ich dann noch kaufen. Und ich glaube, dann habe ich alles. Ich glaube. Ich mache so ein kurzes Video, glaube ich, so ab und zu mal, was ich so mache. Und zeige euch dann, wie nachher das Buffet aussieht. Also ich glaube, Sonntag wird es. Obwohl, wenn ich Samstag feiere, ob Sonntag ein Video kommt. Ja, ich könnte das ja Samstagabend dann nochmal schneiden. Also ich weiß noch nicht. Entweder kommt Sonntag ein Video, ansonsten kommt Montag das Video. Ich möchte ja meinen Geburtstag feiern. Wuhu! Ja. Also ich trinke sonst wirklich gar keinen Alkohol. Also wenn dann mal einen kurzen oder so, aber mehr gibt es gar nicht bei mir. Deswegen so viel vertrage ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wenn ich 1-2 Bier trinke oder so, dann ist bei mir schon, sind bei mir die Lampen an. Ja, ich bin halt eben nicht so ein Trinker. Also nicht mehr. Ne? Jeder hatte, glaube ich, mal so eine Phase und bei mir hat die schon lange, lange aufgehört. Ich mag keinen Alkohol mehr irgendwie. Ich brauche auch nicht. Ja. Ist ja auch egal. So, das war mein Einkauf. Das muss ich jetzt alles verarbeiten, Leute. Und mein Kopf, der macht so und will nur noch ins Bett. Ich habe wirklich so keine Lust mehr heute. Ja. Lach du mal. Du hast ja die Arbeit nicht.
So, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns spätestens Montag wieder. Juhu. Tschüss.